lieber Siegfried Zielinski, liebe Gäste des Abends, Margit Rosen, Franziska Latell, Annetta Panek. Ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier live im Plenarsaal am Pariser Platz und Sie zu Hause im Namen der Sektion Bildende Kunst zu dieser leider schon letzten Abendveranstaltung im Rahmen der Ausstellung Arbeit am Gedächtnis Transforming Archives zu begrüßen. Mein Name ist Anke Herwohl und ich leite die Sektion Bildende Kunst, der Siegfried Zielinski seit 2019 angehört. Tatkräftiges Mitglied der Akademie ist er jedoch schon bereits seit dem Jahr 2000 und verbrachte die ersten zwei Akademiejahrzehnte in der Sektion Film und Medien. Sie sehen also, dass auch in den strengen Sektionsstrukturen der Akademie, mittlerweile 325 Jahre Bestehen feiert, ein Wechsel zwischen den Abteilungen möglich ist. Ausgangspunkt des heutigen Abends ist die These, dass Museen und Archive wie eine Zeitmaschine funktionieren. Ein Gedanke, den Siegfried Zielinski mit seinen Gästen unter dem Titel Prospektive Archäologie versus globale Synchronisierung heute diskutieren wird. Als wirklichen spannenden Zugang zu dem Schwerpunktprojekt Arbeit am Gedächtnis möchte ich Ihnen gerne, wenn Sie es noch nicht gehört oder gesehen haben, unbedingt das auf unserer Homepage online zugängliche Gespräch durch das Herz hindurchgehen empfehlen, das die Präsidentin und Filmemacherin Janine Meerapfel mit der französischen Schriftstellerin Cécile Weißbrot aufgenommen hat. Im Anschluss geben eben auch Johannes Odenthal und Werner Hegewald, die das Projekt maßgeblich geprägt haben, eine spannende Einführung. Cécile Weißbrots dystopischer Roman Zerstörung beleuchtet die Angst vor der Wiederholung der Geschichte und die Folgen, die die Auslöschung des kulturellen Gedächtnisses und privater Erinnerung für die menschliche Existenz haben kann. Dies nur ein Themenfeld unseres umfangreichen Projektes und Impuls dafür, dass ja das kulturelle Gedächtnis die Basis der menschlichen Zukunft ist. Selbstverständlich übernehmen die Künste, die Künstlerinnen und die Künstler sowie die Kulturinstitutionen dabei als Gedächtnisspeicher eine tragende Rolle für die Gesellschaft, aber auch Verpflichtung und Verantwortung. Genau diese Auseinandersetzungen mit der Erinnerung sind heute bei vielen zeitgenössischen Künstlerinnen zentrales Element in der künstlerischen Praxis und Forschung. In diesem Akademieprojekt, das übrigens noch bis 19.09. hier zu sehen ist als Ausstellung, finden Sie eine im besten Sinne sehr heterogene Zusammenstellung von künstlerischen Ansätzen aus verschiedensten Disziplinen und Generationen. Um nur einige wenige zu nennen, Thomas Heise, Alexander Kluge, Miroslav Bauka, Candice Price und viele mehr. Nun also zu unserer letzten diskursiven Plattform. In diesem Projekt mit Siegfried Zielinski, Mediendenker, Miterfinder einer Archäologie der Medien, aber auch Kurator und Schriftsteller. Bei Siegfried Zielinski gibt es so viel zu sagen, dass ich mich auf einige wenige wichtige Eckpunkte konzentrieren möchte. Er war Professor für Medientheorie an der Universität der Künste, hatte die Michel Foucault-Professur für Medienarchäologie und Technoästhetik an der European Graduate School in Saas-Fee inne. Als Gründer und Leiter des internationalen Flusser-Archivs in Köln und Berlin prägte er das Erbe Flussers maßgeblich mit. Flusser war einer der einflussreichsten Denker der Kommunikation und der Medien des 20. Jahrhunderts. Offensiv nahm er die Herausforderungen an, die Künste neu zu denken angesichts der Tatsache, dass unsere Existenz wesentlich technisch geworden ist. Diesem Kopf widmete sich dank Siegfried Zielinski auch die Akademie der Künste mit der großen Flusser-Ausstellung am Hanseatenweg 2016, an der zahlreiche internationale Künstler und Künstlerinnen teilnahmen. Zielinski war aber auch Gründungsrektor der Kunsthochschule Medien in Köln sowie Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Sein Engagement in Forschung und Lehre mündet in einer langen Publikationsliste, auf der die international rezipierte Veröffentlichung Archäologie der Medien 2002 erschien, dann in viele Sprachen übersetzt wurde und neben vielen, vielen anderen unbedingt genannt werden sollte. Das heutige Gespräch mit Margit Rosen, Franziska Latell und Annetta Panek wird der heutige Gastgeber selbst einführen. Da möchte ich ihm nichts vorwegnehmen. Und es bleibt mir heute Abend, Ihnen einen schönen und spannenden Verlauf des Abends zu wünschen und Ihnen unbedingt noch einen Ausstellungsbesuch ans Herz zu legen, falls das noch nicht geschehen ist. Ich gebe gern das Wort an Sie.
Ja, vielen Dank, Anke Herwoll. Heute Abend gilt besonders, beim Publikum kommt es auf die Qualität und nicht auf die Quantität an. Ich glaube, es war Epikur, der an Seneca schrieb, du und ich sind uns Publikum genug. Ich freue mich, dass Sie hier sind und uns eine Weile zuhören wollen. Ich überschreibe meine winzige kurze Einleitung mit einer englischen Phrase. Nothing is, everything just has been or will be. Museen und Archive sind wesentlich Zeitmaschinen. Es kommt alles darauf an, wie wir die verschiedenen Zeitmodi miteinander kollidieren und spielen lassen. Was wir gegenwärtig als globale Synchronisierung beobachten können, betrifft nicht die Gegenwart. Es betrifft einen neuen Zeitmodus, der zwischen den drei uns vertrauten Zeitmodi der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft operiert, als wesentlich technisch basierte Zeit. Der neue Zeitmodus betrifft das, was gerade gewesen ist und das, was demnächst sein könnte. iPhones und ans Internet angeschlossene Tablets werden vornehmlich als Aktualisierungsmaschinen genutzt. Ihre wichtigsten Modi operandi sind instantane Archäologie und die ständige Herstellung einer unmittelbaren Zukünftigkeit. Pathologia medialis, eine Pathologie des Medialen, wie ich sie begreife, besteht aus Varianten fortgeschrittener Pathologien des Zeitbewusstseins. Ein Begriffsensemble von Teunissen, dem großen Berliner Zeitphilosophen, der leider nicht mehr unter uns ist. Sie changieren zwischen Depression und Paranoia. Ihre auffälligsten Phänomene sind ein Verlust der Fähigkeit zur Kairos-Poesie, das Unvermögen, den Augenblick als günstigen zu erkennen, zu genießen und zu feiern, ohne die künstlichen Paradiese der Beschleunigungs- oder Zeitdehnungsdrogen. Die vollständige Verzweckung der vergangenen Gegenwarten als nützliche Ressource für den aktuellen Material- und Energiehunger sowie ihre profitable Verwertung. Aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren wir heute Abend, wie ein solches prekäres Zeitgefüge, besonders die digitale Synchronisierung von Zeitbewusstseinen, kritisch und kreativ eingegriffen werden kann. Aus der Perspektive eines Archivs, einer Sammlung, eines Museums, das sich stark auf die immer noch recht neuen, technisch basierten medialen Künste fokussiert, aus der Perspektive des Prozesses radikaler Öffnung klassischer Sammlungen und Archive für die forschende Neugier und die freie Nutzung durch viele, aus der Perspektive einer künstlerischen Forschung, die im Alten ständig Neues zu finden und daraus anregende Werke für die Zukunft zu generieren vermag, und schließlich aus der Perspektive einer Anarchäologie der Künste und der Medien als prospektiver Archäologie. Bevor ich meinen drei Mitstreiterinnen für heute Abend das Wort, Bild und Podium überlasse, möchte ich sie ganz rasch vorstellen und werde sie dann dazwischen nur noch kurz sozusagen zum Podium bitten, in der Reihenfolge ihrer kurzen Präsentation. Margit Rosen, die von Ihnen aus gesehen links außen sitzt, leitet die Abteilung Wissen am Zentrum für Kunst und Medien am ZKM Karlsruhe. Sie hat dort begonnen mit einer unglaublichen Energie und Schaffenskraft ein nicht nur inhaltlich einmaliges, sondern vor allem lebendiges und in die Zukunft gerichtetes Archiv medialer Künste aufzubauen. Ihr eigenes Forschungsfeld ist die Archäologie des Computers als Medium künstlerischer Forschung. Und ich darf mit Fug und Recht sagen,
Margit Rosen wäre zu bescheiden, um das selber auch nur zu erwähnen. Dieses Archiv ist, was die medialen Künste anbelangt, mittlerweile das Wichtigste in der Welt. Franziska Lattell leitet den Bereich Sammlungen der Stiftung Deutsche Kinemathek Berlin. Sie begleitet und erforscht kritisch den Prozess der radikalen Öffnung der Archive und Sammlungen unter den Bedingungen fortgeschrittener Vernetzung und Digitalisierung. Sie wird so zu uns sprechen, wie wir es in der Pandemie als Kulturtechnik gelernt haben, telematisch. Sie ist an einem anderen Ort anwesend als dort, wo ihre Botschaft heute Abend ankommt. Anita Panek, die von Ihnen aus gesehen rechts sitzt, arbeitet kreativ zwischen den zeitgenössischen Szenen in Berlin, Warschau und Paris. In ihrem Projekt Alchemie des Punk erforscht sie die äußerst heterogenen Erscheinungen der aufbegehrenden und irritierenden künstlerischen Ausdrucksformen, die als Punk zusammengefasst werden. Aus ihrer Arbeit in und mit den Archiven entstehen analytische Texte, Filme, szenische Opern, neue Dichtungen und Kompositionen. Bevor wir anschließend an die Präsentation in den Dialog einsteigen werden, schließe ich mit einigen wenigen Bemerkungen zu bisherigen Projekten einer prospektiven Archäologie ab. Margit Rosen, bitte ans Podium. Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, auf diesem Panel sein zu dürfen. Vielen Dank auch nochmal an Siegfried Zielinski für die Einladung. Mein Beitrag thematisiert das Verhältnis des Archivs zur materiellen Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts. Es ist die materielle Kultur der Elektronik und des Digitalen. Und diese materielle Kultur ist ausgesprochen fragil. Man könnte mit Johann Gottfried Herder sagen, jedes veränderliche Ding trägt das Maß seiner Zeit in sich. Und das Maß der Zeit, das elektronische Hardware, magnetische Datenträger und Softwarekomponenten in sich tragen, ist kurz. Wir sind die erste Kultur, die täglich ihre eigene Archäologie erlebt, deren Büros und Ateliers sich mit Elektroschrott füllt. Der Science-Fiction-Autor Bruce Sterling hat das veränderte Zeitverhältnis zu den Maschinen, die eigentlich die Spuren unseres Denkens und Handelns bewahren sollten, etwa so beschrieben. Erstmals überlebt ein Mensch ganze Mediengenerationen, denn die Mehrheit dieser Maschinen hat die Lebenserwartung eines Hamsters. Formaler ausgedrückt, die materielle Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts konterkariert die Idee einer kulturellen Tradition der Weitergabe von Objekten über Generationen hinweg. Die großen Fragen, die zurzeit an Gedächtnisinstitutionen gestellt werden, sind zunächst einmal unabhängig von der Materialität ihrer Objekte. Wer hat die Macht zu entscheiden, was erhalten bleibt? Wer hat die Macht zu entscheiden, wer zu diesen Objekten Zugang erhält? Wer hat die Macht zu entscheiden, was nur gespeichert oder was auch wieder sichtbar wird? Im Hinblick auf das Bewahren von elektronischen und genuinen digitalen Objekten stellt sich jedoch eine neue Machtfrage auf einer anderen Ebene. Wie gehen Gedächtnisinstitutionen mit der Ohnmacht gegenüber der Industrie und Wirtschaft um angesichts von Geräten und Softwarekomponenten, deren kurze Lebenszyklen anscheinend unverzichtbarer Bestandteil der Ökonomie sind? Gibt es Strategien, die es Gedächtnisinstitutionen ermöglichen, diese Art von Werken langfristig erfahrbar zu machen, anstatt irgendwann einfach auf eine Videodokumentation und einen Stapel alter Geräte zu verweisen, der einmal ein Werk war? Und wie können Gedächtnisinstitutionen darauf reagieren, dass Kunstwerke nicht einmal bis an das Ende der Lebenszeit ihrer Schöpfer halten, geschweige denn sie überdauern? Also ich spreche im Folgenden über Kunstwerke, nicht über Archivgut. Die Fragen der langfristigen Präsenz und Erfahrbarkeit von elektronischen und genuin digitalen Objekten betreffen jedoch auch die Archive, deren Bestände ja nie einfach nur Informationen sind, sondern Artefakte mit einer spezifischen Materialität und Nutzungsform. Lange gab es nur eine Handvoll Kulturinstitutionen weltweit, die elektronische oder digitale Werke gesammelt haben. Das ZKM 1989 gegründet. Gehört dazu, die Gründer erwarben Videobänder und Installationen, Klangkunst in allen Formaten und computerbasierte Werke. Alles Handeln war auf die Zukunft ausgerichtet. Digitalisierung war das Wort, das diesen Erwartungsraum beschrieben hat.
Man kann fragen, waren sich die Gründer des ZKM trotz dieser Fixierung auf die Zukunft bewusst, dass es zu einer elektronischen und digitalen Amnesie kommen könnte, die dazu führt, dass ein Teil dieser zeitgenössischen künstlerischen Produktion für immer verloren geht, dass die von Künstlerinnen verwendeten Medien fast im selben Moment veralten, in dem sie auftauchen? Man müsste es meinen. Die Medien dieser Theorie dieser Zeit träumte von der Ästhetik des Immateriellen, von der Freiheit der Information, die ihren Körper wechseln kann, dass diese elektronischen digitalen Werke ihre Körper aufgrund der sterbenden Hardware kontinuierlich wechseln müssen, war in diesem utopischen Modell weniger vorgesehen. Gedanken an Verlust kamen also in der Situation nicht auf. Es gab jedoch eine Abteilung am ZKM, die sich des Problems bewusst war, das Institut für Musik und Akustik, vielleicht auch, weil die Geschichte der elektronischen Musik fast 20 Jahre weiter zurückreicht als die Nutzung elektronischer Medien durch die bildenden Künste. Zusammen mit der Stanford University hat das Institut ab 1990 unter dem Titel Idiama etwa 700 Schlüsselwerke der elektroakustischen Musik gerettet, und nach langer Suche nach dem bestmöglichen Speichermedium fiel die Wahl letztlich auf goldbeschichtete CDs mit einer erwarteten Haltbarkeit von 50 bis 100 Jahren. Sie wurden dann an Institute weltweit per Post verschickt. Aber Institutionen ändern sich. Inzwischen ist der Aspekt der Rettung und der Erhalt von Werken elektronischer, digitaler Kunst ein zentrales Handlungsfeld des ZKM. Da gibt es zum Beispiel das Labor für antiquierte Videosysteme, das 2004 gegründet wurde. Und in den letzten 17 Jahren sind hier über 20.000 Videobänder angekommen. Jährlich werden etwa 1.000 Bänder digitalisiert. Und das Labor hält dazu 300 Videogeräte bereit, mit denen rund 50 Formate abgespielt werden können. Also im Verlauf der letzten 40 Jahre gibt es ungefähr 100 unterschiedliche Videoformate. Und das erscheint einem viel, aber verglichen mit dem Wechsel, den wir jetzt im Digitalen erleben, ist das wirklich ein Wechsel in majestätischer Langsamkeit. Die Ausstattung, die wir hier haben, hat weltweit nur noch das Getty Research Center im Haus. Die Videos werden in 10-Bit digitalisiert mit 1,7 Gigabyte pro Minute. Und die Langzeitarchivierung der Daten, inzwischen ist es ein Petabyte, ist banal, aber machbar. Oder eigentlich wollte ich sagen, ist nicht banal, aber machbar. Aber an den Gedanken, dass die digitale Ewigkeit, die Planbarkeit des Erhalts des Digitalen derzeit bei etwa 15 bis 30 Jahren liegt, daran muss man sich gewöhnen. Was macht man mit den 20.000 Bändern? Die Kunstwerke enthalten Dokumentationen von Performances, Konzerten und Ausstellungen. Also zum einen dienen sie der wissenschaftlichen Forschung, aber wir haben auf dieser Grundlage auch Ausstellungen gemacht, wie zum Beispiel Aldo Tambellini, Black Matters oder Radical Software, The Rainance Corporation, Media Ecology and Video Art. Ein wichtiger Teil des Labors jedoch entspricht nicht der Logik der Sammlung und des Archivs, in dem Objekte stillgelegt und ihren Bestandsbildnern und der Produktion entzogen werden. Weil das Labor unterstützt zahlreiche Künstlerinnen, die keinen Zugriff mehr auf ihr eigenes Werk haben, die sie nicht für die notwendigen Apparate haben, und das ZKM digitalisiert das Archiv für sie. Die Künstlerinnen können dann mit dem Material weiterarbeiten. Und die Situation der VideokünstlerInnen ist beispielhaft für das Dilemma dieser aktuellen technischen Bedingungen. Der Aufwand des langfristigen Erhalts von elektronischen und digitalen Objekten ist von Individuen kaum mehr zu leisten. Damit verlagert sich die Verantwortung oder auch die Macht, je nachdem, wie man das formuliert, stärker wieder in die Institution oder in die Konzerne. Und im Zusammenhang mit Medien, neuen Medien, wird stets das Emanzipatorische, die demokratisierende Wirkung beschrieben im Hinblick auf die Möglichkeit, das Geschaffene zu bewahren, schwächt die technologische Bedingung der Gegenwart des Individuums. Große Teile des Videokunsterbes zu retten ist also prinzipiell möglich. Das Verfahren funktioniert. Es ist einfach eine Frage der Ressourcen. Die konzeptuelle Herausforderung der Bewahrung besteht tatsächlich nicht im Hinblick auf Fixed Media, also Videobänder, Tonbänder, sondern auf Werke, die Prozesse ausführen, also digitale Werke, aber auch elektronische Werke, die auf die Umgebung reagieren, interaktive Installationen, Instrumente der Live-Elektronik oder ein Werk der Netzkunst. Schon die Art des Sterbens der Werke ist aus restauratorischer Sicht besonders unangenehm, wie Bruce Sterling es vor 20 Jahren formuliert hat. Wenn Software zerfällt, zerfällt sie nicht langsam und nostalgisch wie Malerei. Wenn Software zerfällt, stürzt sie ab, ist das der Bluescreen des Todes. Oder anders gesagt, wenn ich ein verstelltes Gemälde 7 Jahre lang
nicht finde. Es taucht wieder auf, im Depot ist das Werk völlig in Ordnung. Das computerbasierte Werk ist zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon dem Bitrot, der Bitfäule, zum Opfer gefallen. Und der Umgang mit diesen Werken ist daher proaktiv. Beim Zugang des Objekts werden alle Details, Hardware-Lizenzen, Software, Betriebssysteme, verfügbare Handbücher dokumentiert, Ersatzteile erworben. Also man könnte sagen, das, was Sie jetzt hier sehen, ist ein winziger Ausschnitt. Die Dokumentation ist so aufwendig bei diesen Werken, dass für jedes Werk ein eigenes Archiv erstellt wird und das auch gepflegt werden muss. Und am Erhalt der Werke arbeiten in der Regel eine ganze Reihe von Experten, Restauratoren, Elektrotechniker und Softwareentwickler. Und sie setzen vor allem zunächst eine Strategie ein, also Hardware wird durch identische Hardware ersetzt. Und wenn das nicht mehr möglich ist, wird das Werk portiert. Dabei sind es in der Regel die Restauratoren und die Kuratorinnen, die darauf beharren, dass jedes originale Element bewahrt werden muss. Die Künstlerinnen wählen oft die neue Technologie. Es gibt jedoch noch eine dritte Strategie, und das ist die Rekonstruktion von verlorenen Werken in enger Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen. Denn wie beschrieben, der Erhalt digitaler Werke ist mit großem Aufwand und Fachkenntnis verbunden, und für die Geschichte der digitalen Künste bedeutet dies, dass ein Großteil der computerbasierten Werke der 1980er und 1990er Jahre einfach verloren, als verloren gelten kann. Aber noch leben viele der Pioniere. Ein Umstand, den die Restauratoren des ZKM nutzen. Und das ZKM verfolgt dabei zwei Ziele. Durch die Rekonstruktion können die Werke wieder erfahrbar werden, sie sind präsent. Aber durch die Zusammenarbeit mit den Künstlern können wir uns auch medienarchäologisch das notwendige Wissen über diese historische Technologie aneignen. Beispielhaft ist hier die Arbeit an der Rekonstruktion von Virtual Sculpture von Jeffrey Shaw und Theo Bodtrever aus dem Jahr 1981. Das war eine der ersten Installationen, die das, was man heute Augmented Reality nennen würde, realisiert hat und mit einer Hilfe einer uralten Illusionstechnik, Pepper's Ghost, konnten die Betrachterinnen computergenerierte Grafiken bewegen und im Raum schweben lassen. Dafür haben sich die Restauratoren tatsächlich das Wissen im Umgang mit Apple II angeeignet, im Übrigen einer Technologie, die von vielen Künstlern benutzt wurde, unter anderem von Chris Marker. Hier hat sich als glücksvoll erwiesen, dass der Entwickler der Animationssoftware die Manuals alle auf archive.org hochgeladen hatte, und der offene Zugang zu historischen Manuals oder auch zu historischer Software ist absolut grundlegend für medienarchäologische Projekte dieser Art. Und das ZKM sammelt seitdem auch nicht nur Werke, sondern auch sehr viel Software und Manuals. Derrida hat in Malarchiv ja angemerkt, dass die technische Struktur des Archivs auch die Struktur des archivbaren Inhalts schon in seiner Entstehung und in seiner Beziehung zur Zukunft bestimmt, und dann noch kurz über die Auswirkungen von E-Mail spekuliert. Ich möchte daher abschließend nochmals auf die Fragen zurückkommen, die sich Archive und Museen in Konfrontation mit der materiellen Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts stellen. Verändern sich die Machtverhältnisse? Ja. Die elektronische digitale Bedingung verlagert die Entscheidungsmacht darüber, was überlebt, noch stärker in die Institutionen oder auch in die Konzerne, da es für Individuen oder auch ihre Nachkommen kaum möglich ist, elektronische oder digitale Werke langfristig zu erhalten. Also die Frage danach, was erhalten wird, verschärft sich möglicherweise auch, da der Aufwand des Erhalts digitaler Werke einen größeren Selektionsdruck erzeugt. Erzeugt diese elektronisch-digitale Bedingung eine neue Ohnmacht? Durchaus. Die Abhängigkeit von Industrie und ihrem Willen zu kurzen Lebenszyklen von technischen Geräten wird meist im Hinblick auf die Frage der Nachhaltigkeit im Sinne des Verbrauchs von Rohstoffen diskutiert. Das ist wichtig, diskutiert werden muss jedoch auch in der breiteren Öffentlichkeit die Nachhaltigkeit im Hinblick auf den Erhalt der Spuren unseres geistigen Lebens. Und in Fachkreisen geschieht das natürlich auch hier an der Akademie, in den Landesarchiven, bei Nestor auch bei der Gesellschaft für Informatik und vielen anderen. Ist das Archiv ein utopischer Ort? Es erlaubt Ideen, verwirklichten und unverwirklichten Projekten in der Zukunft, sie wirksam werden zu lassen oder ihnen in der Zukunft Recht widerfahren zu lassen. Ja, aber gerade im Hinblick auf die digitalen Projekte kann man sagen, viele sind bereits verloren, und den Archivaren und Restauratoren werden immer kürzere Zeitspannen aufgenötigt, in denen sie Erhaltungsstrategien für obsolete Techniken entwickeln müssen, die immer schneller aufeinander folgen.
Also, ich komme zum Schluss. Die Kunst stirbt nicht an der Technik. Das war der Aufruf des Bauhausmeisters Georg Muche 1954 an Künstler, mit denen er zur Nutzung von elektronischen Medien aufrief. Die Kunst an sich stirbt nicht an der Technik. Aber die elektronischen und digitalen Werke tragen ein anderes Maß der Zeit in sich. Und die Verhandlungen darüber, wie die Gesellschaft damit umgehen möchte, hat gerade erst begonnen. Vielen Dank, Margit Rosen. Wir haben jetzt den etwas bizarren Fall, wenn ich das so sagen darf, dass wir einem Video zuschauen und zuhören, das eingespielt wird. Franziska Latell kann leider nicht bei uns sein. Wir wollten aber auf keinen Fall auf ihren Beitrag verzichten. Und deshalb hat sie sich die Mühe gemacht, ihn auf Video vorzubereiten. Er wird jetzt eingespielt und ich bitte die Technik, ihn fortzuführen. Danke. Hallo, mein Name ist Franziska Latell. Ich bin Bereichsleiterin in den Sammlungen der Deutschen Kinemathek, Museum für Film und Fernsehen. Und ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Wenn auch leider nicht live, aber umso schöner auf diese Weise das Podium inhaltlich mitgestalten zu können. Ich werde heute gar nicht so viel über meine konkrete Tätigkeit im Museum sprechen, wohl aber über einige Gedanken, die ich mir mache, über die Arbeit in Gedächtnisinstitutionen, über die Arbeit am Gedächtnis. Und so steht im Zentrum meines Beitrages heute die Frage, wie wir eigentlich die Bestände von Gedächtnisinstitutionen, insbesondere von Museen, unter den Bedingungen des Digitalen so radikal wie möglich und zugleich so sensibel wie notwendig öffnen können. Also welche ethischen, welche sozialen, welche kritisch-kuratorischen Fragen wir uns stellen müssen, um Museumsbestände wirkungsvoll, verantwortungsvoll und nachhaltig zu öffnen. Und so möchte ich Ihnen heute 7 Prinzipien vorstellen, von denen ich glaube, dass wir diese im Blick haben sollten, wenn wir von der Öffnung unserer Bestände sprechen oder diese in Zukunft organisieren wollen. Nun, Offenheit und Digitalisierung wird im Museum sehr häufig gleichgesetzt. Sogenannte digitale Schaufenster zu Museumsbeständen, digitale Führung oder virtuelle Rundgänge. Das sind alles wichtige Bausteine, um Menschen im Web zu erreichen, um die Bestände für all jene sichtbar zu machen, die unsere Häuser nicht besuchen können. Häufig wird hier von einer Öffnung der Bestände, von einer Öffnung der Institution gesprochen. Wenn ich heute von einer Öffnung spreche, dann verstehe ich darunter etwas anderes. Ich meine einen offenen Zugang. Ich meine Open Access. Was können wir unter Open Access, unter einem offenen Zugang verstehen? Nun, als Ausgangspunkt kann uns hier die Offendefinition der Open Knowledge Foundation dienen. Hier heißt es, dass Wissen immer dann offen ist, wenn jede Person frei auf die zur Verfügung gestellten Ressourcen zugreifen, sie nutzen, verändern und teilen kann, und zwar für alle denkbaren Zwecke. Im Zentrum steht also die Idee, auf den Werken anderer uneingeschränkt aufbauen zu können. Und genau dieses Prinzip der uneingeschränkten Nachnutzbarkeit, das kennen wir aus verschiedensten Anwendungszusammenhängen, von der Veröffentlichung wissenschaftlicher Publikationen bis hin zum Softwarebereich, Stichwort Open Source. Das Prinzip ist weit verbreitet und einige der wichtigsten Wissensquellen heute, wie die Wikipedia beispielsweise, bauen genau auf diesem Prinzip der freien Nachnutzung auf. Die Frage ist nur, lässt sich dieses Prinzip auf Gedächtnisinstitutionen, Bestände in Museen übertragen? Die Antwort ist ja. Seit etwa 2008 stellen Museen ihre Bestände offen zugänglich online. Heute sind es etwas mehr als 530 Museen aus 36 Staaten, von denen wir wissen, dass sie ihre Bestände, häufig nur Teilbestände, im Sinne der Offendefinition zugänglich machen. Und hier sind insbesondere Pioniere zu nennen, wie das Rijksmuseum in Amsterdam, das Kunst- und Gewerbemuseum in Hamburg, das Metropolitan Museum in New York City und viele, viele mehr. Warum aber überhaupt offener Zugang zu Museumsbeständen? Nun, der offene Zugang macht es Mensch und Maschine möglich, die Museumsdaten für alle denkbaren Zwecke zu verwenden. Von Haute Couture bis hin zu semantischen Verbindungen, von Hackathons bis hin zur Einbindung auf Plattformen wie der Wikipedia oder der Europeana. Das heißt, die Daten verbreiten sich und sie wachsen an ihrer Verbreitung und freien Nachnutzungsmöglichkeit.
Die Rechtswissenschaftlerin Ellen Euler, Professorin für Open Access, Open Data und Open Science, zeigt auf, dass es sich hierbei vielleicht um die nachhaltigste Möglichkeit für Kulturinstitutionen handelt, im Digitalen zu agieren und sich unabhängig zu machen von sogenannten digitalen Trends. Das heißt, Datenbanken in Museen sind dann eben nicht mehr nur Nachweisinstrumente, wie Antje Schmidt vom Kunst- und Gewerbemuseum in Hamburg anführt, sondern sie werden, wie Schmidt sagt, zentrales Element, um Besucherinnen zu erreichen, um Wissen zu vermitteln und um neue kreative Schöpfungen anzuregen. Das heißt, Museumsbestände existieren dann nicht mehr isoliert als Datensilos nebeneinander, sondern sie sind potenziell vernetzbar. Und genau auf diese Weise wird die digitale Wissensallmende, werden Bildung und Forschung gestärkt, die Daten werden bekannter und auffindbarer und letztlich erhöht sich dadurch auch die Sichtbarkeit und unter Umständen auch die Relevanz der jeweiligen Institution des Museums. Grobe Empfehlungen für die Öffnung von Museumsbeständen gibt es schon seit einiger Zeit. Museen haben sich hier in der vergangenen Dekade vor allen Dingen mit rechtlichen und technischen Fragen beschäftigt, verständlicherweise. Diese rechtliche und technische Perspektivierung des offenen digitalen Zugangs ist bedeutsam, stellt jedoch im Kontext von Museumsbeständen eine erhebliche Verkürzung dar, wie ich glaube, und klammert ganz wichtige Diskurse aus. Und genau hier setzen meine Prinzipien einer radikalen, sensiblen Öffnung von Museumsbeständen an. Ich verstehe diese sieben Prinzipien im Übrigen als einen ersten Entwurf. Sie sind der Versuch einer Erweiterung eben jenseits dieser rechtlichen und technischen Fragen hin zu einem eher ganzheitlichen Ansatz. Und im Zentrum steht dabei der Gedanke, dass digitales Kulturgut heute vielleicht genauso und in Zukunft womöglich umso bedeutsamer wird als materielles Erbe. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob es sich um genuin digitale Objekte handelt oder um digital reproduziertes kulturelles Erbe. Es geht darum, Digitalisierung von Museumsbeständen mit der gleichen Sorgfalt und Nuancierung zu betrachten, wie wir die Bewahrung, Restaurierung, Ausstellung, die Erforschung unserer Bestände seit jeher organisieren. Ich berücksichtige natürlich zahlreiche Quellen und ich baue auf den Erkenntnissen vieler, vieler Autorinnen auf, die ich hier leider alleine der Zeit wegen gar nicht alle anführen kann. Ich will aber zumindest erwähnen an dieser Stelle, dass es sehr interessante Synergien meiner Arbeit gibt zu einer sich gerade in Arbeit befindenden Declaration on Open Access for Cultural Heritage, an der maßgeblich Andrea Wallace arbeitet. Für das Podium später mag es zudem besonders interessant sein, sich vielleicht auch noch einmal anzugucken, welche Brücken es zwischen diesen Prinzipien und den fünf Thesen gibt, die Marc Scholleck im Rahmen dieser Vortrags- und Gesprächsreihe hier vor einigen Tagen aufgestellt hat. So, jetzt aber zu den sieben Prinzipien einer radikalen, sensiblen Öffnung von Museumsbeständen, Open Access. Dazu gehören Zugang für alle, uneingeschränkte Nutzbarkeit, die Reflexion der eigenen Position, Pluralismus und Partizipation, Transparenz, standardisiertes und kritisches Datenmanagement sowie Nachhaltigkeit. Ich kann in der Kürze der Zeit jetzt die Komplexität dieser einzelnen Prinzipien bei weitem nicht darstellen. Ich will sie daher wirklich nur kurz oder kann sie auch nur kurz anreißen. Prinzip Nummer 1, Zugang für alle. Der offene Zugang für alle meint Inklusion und Barrierearmut. Es geht also im Kern darum, Exklusivität und Diskriminierung zu vermeiden. Offener Zugang darf auf den verschiedensten Ebenen nicht zur Ausgrenzung führen. Das heißt, dass wir unsere Angebote, indem wir unsere Bestände im Digitalen öffnen, in einer Weise gestalten müssen, dass potenziell alle Menschen sich angesprochen fühlen und diese auch nutzen können. Das heißt, technische, finanzielle, rechtliche, soziale, inhaltliche, kommunikative Hindernisse müssen wo immer möglich abgebaut werden. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der uneingeschränkten Nutzbarkeit. Darunter ist zu verstehen, ganz im Sinne der Offendefinition, dass es Dritten eben möglich sein muss, die seitens des Museums offen zugänglich gemachten Ressourcen in jeder denkbaren Weise zu verwenden und zu verändern, unabhängig vom Zeitpunkt der Nutzung, vom Zweck, von den Nutzerinnen selbst, von den Eigenschaften der Daten. Und das gilt insbesondere dann, wenn es keine rechtlichen Einschränkungen gibt und die Objekte und oder Bestände mit öffentlichen Geldern erworben, erhalten und digitalisiert wurden. Uneingeschränkte Nutzung bedeutet für mich hier aber auch, ein breites Spektrum an Digitalisierungsverfahren zu verwenden, sodass umfassende und vielschichtige Verwendungsszenarien mit den Daten möglich werden, wie es beispielsweise Andrew Prescott und Laura Hughes von der University of Glasgow aufzeigen. Das dritte Prinzip nenne ich Reflexion der eigenen Position.
Zum einen ist damit gemeint, dass wir in Museen einen kritischen, verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Sammlungen, Objekten und Daten pflegen müssen. Also die Grenzen eines offenen Zugangs genau dort beginnen, wo wir rechtlich oder ethisch sensible Daten haben. Und damit verbunden können spannende Fragen sein. Zum Beispiel auch die Frage, ob sensible Objekte, die aus kolonialen Zusammenhängen stammen und im Zuge von Restitutionsprozessen tatsächlich umfänglich digitalisiert und online zugänglich gemacht werden sollten und wer eigentlich darüber entscheidet, wie dies unter anderem die Rechtswissenschaftler Andrea Wallace und Mati Pavi der University of Exeter fragen und aufzeigen. Wir müssen also kritisch prüfen, was wir digitalisieren und was wir nicht digitalisieren, weil eben Digitalisierung nicht neutral ist, weil Daten nicht neutral sind. Und zuletzt gehört ja auch dazu, sich zu vergegenwärtigen, dass Phänomene wie offener Zugang und eng damit verbundene Konzepte wie Urheberrecht oder Gemeinfreiheit westliche Ideen sind, die nicht auf alle Formen von Kulturgut anzuwenden sind. Wir brauchen hier ein nuanciertes Vorgehen, wie es ebenfalls Andrea Wallace oder Sonja Ketiel aufzeigen. Und genau das bringt uns zu Prinzip Nummer 4, Pluralismus und Partizipation. Darunter verstehe ich zum einen das Verteilen von Deutungsmöglichkeiten, also das Prinzip, verschiedene Deutungen, Interpretationen, neue Kontexte für die uns anvertrauten Kulturgüter zu ermöglichen und explizit zu befördern, insbesondere von jenen Gruppen oder Gemeinschaften, aus deren Zusammenhang diese Objekte stammen, beziehungsweise aus bisher eher marginalisierter Perspektive. Damit eng verbunden ist auch das Prinzip der aktiven Teilnahme möglichst vieler verschiedener Gruppen an der Beschreibung und Erforschung der Objekte. Stichwort Citizen Science. Im Kern meinen Pluralismus und Partizipation, um mich mal hier auf Nora Sternfeld, Kunstvermittlerin und Kuratorin, zu beziehen, nicht das bloße Mitspielen, sondern die Öffnung für die Frage nach den Spielregeln selbst. Prinzip Nummer 5, Transparenz. Transparenz meint die Nutzung transparenter Systeme einerseits, Stichwort Open Source, bezieht sich aber genauso auf die transparente, aktive Kommunikation seitens des Museums, Außenstehenden das eigene Erwerbungs- und Sammlungsprofil sowie den Gesamtbestand zu vermitteln. Stichwort Inventare. Und genau dieser Aspekt ist, wie Benedikt Savoir es nennt, unter Umständen hochpolitisch. Darüber hinaus besteht sonst aber auch die Gefahr, so Tim Sherritt, Hacker und Historiker, dass Außenstehende annehmen könnten, dass das, was online zu finden ist, alles sei. Was wir nicht finden, das gibt es nicht. Nur also in der Kenntnis über das, was wir nicht zugänglich finden, können wir überhaupt das offen zugänglich gemachte Kulturerbe verstehen, einordnen und angemessen interpretieren. Museen sollten also die Gründe transparent machen, warum bestimmte Bestände online zugänglich sind und andere nicht. Das Prinzip Nummer 6 habe ich standardisiertes und kritisches Datenmanagement genannt. Helene Hahn, Kulturwissenschaftlerin, macht hier stark, dass Daten von Personen und Menschen, wie sie sagt, verstanden und verarbeitet werden sollten. Und das ist eben nur dann möglich, wenn bestimmte Standards eingehalten werden. Sowohl Standards zur Beschreibung unserer Objekte und Bestände einerseits, als auch Standards zum Austausch und zur Speicherung der Daten. Im Zentrum stehen also maschinenlesbare, strukturierte, offene Datenformate sowie das Fünf-Sterne-Modell nach Tim Berners-Lee. Zudem benötigen wir aber auch einen kritischen Blick auf die Daten selbst und auf deren Verlinkung. Prinzipien eines feministischen Datenmanagements beispielsweise, wie es die Hackerin und Informatikerin Catherine D'Ignazio vom MIT, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen, und Lauren F. Klein von der Emory University erarbeitet haben, solche Prinzipien eines feministischen Datenmanagements sollten meines Erachtens auch im Museum Anwendung finden. Kritisches Datenmanagement meint darüber hinaus, dass wir unsere genutzten Ontologien und Vokabulare sowie die Verlinkung von Objekten kritisch hinterfragen müssen. Insbesondere, wenn es sich um Objekte mit sensiblen oder gewaltvollen Geschichten handelt. Nun, das letzte Prinzip ist das Prinzip der digitalen Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit meint hier ein grundlegendes Handlungsprinzip bei der Zugänglichmachung von Museumsbeständen, um eben den offenen Zugang zu diesen Ressourcen dauerhaft zu gewährleisten. Und dabei müssen sowohl inhaltliche, technische, rechtliche, finanzielle, organisatorische, soziale, aber eben auch ethische Aspekte in einer Weise berücksichtigt werden, dass gegenwärtige Bedürfnisse befriedigt werden. Die Frage ist nur, wessen Bedürfnisse?
ohne zugleich mögliche Bedürfnisse künftiger Generationen zu gefährden. Und genau hier beißt sich die Schlange sozusagen in den eigenen Schwanz, denn offener Zugang selbst ist nachhaltig und enthält im Kern bereits einige der hier aufgeführten von Matthias Störmer von der Universität Bern entwickelten Kennzeichen digitaler Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt bei weitem nicht alles erwähnen können, was ich zu diesen Prinzipien hätte sagen wollen oder hätte sagen müssen. Ich verstehe sie aber auch als offene, als lebende Prinzipien, an denen wir unter Umständen gemeinsam weiter arbeiten können, um radikale, sensible Öffnungen unserer Bestände zu ermöglichen. Und das meine ich im Übrigen ganz wörtlich, offener Zugang einerseits so grundlegend, so gründlich, so fundamental von der Wurzel her gedacht wie möglich und zugleich so feinsinnig, so nuanciert, durchaus auch einfühlsam und rücksichtsvoll, ja empathisch wie möglich. Und genau hiervon ausgehend noch ein letzter Gedanke zum Abschluss. Wenn wir diese Prinzipien ernst nehmen, und zwar nicht nur als Denkraum, sondern als Handlungsrahmen, dann sind sie bei weitem nicht so harmlos, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Sie wirken sich dann nämlich nicht nur auf die digitale Öffnung von Museumsbeständen aus, sondern sie haben das Potenzial für grundlegende Veränderung innerhalb der Institution. Denn im Kern berühren sie das institutionelle Selbstverständnis. Ein Aspekt, den ich sowohl in Max Scholleks Thesen, die er hier vortrug, genauso wiederfinde wie in Nora Sternfelds Konzept eines radikaldemokratischen Museums, sowie in der aktuell geführten Diskussion um eine neue Museumsdefinition, das im Internationalen Museumsrat. Also wer spricht im Museum, wer spricht nicht, für wen wird gesprochen, für wen nicht, welche Ausschlüsse wurden in der Vergangenheit erzeugt, welche reproduzieren wir heute im Digitalen und damit für eine mögliche Zukunft. Das heißt, der offene Zugang erfordert in der Praxis meines Erachtens eine strukturelle und inhaltliche Reorganisation von Gedächtnisinstitutionen. Es ist kein Projekt, sondern ein Programm, eine kontinuierliche Aufgabe. Es ist keine Kosmetik an unserer Arbeit am Gedächtnis, keine Ergänzung zu unseren Angeboten im Web, kein Schaufenster, sondern Voraussetzung und Ergebnis einer radikalen, weil grundsätzlichen und zugleich sensiblen, nuancierten, empathischen Arbeit am Gedächtnis. Ja, und mit diesem ja gar nicht so schlechten Ausblick möchte ich an dieser Stelle ganz gerne schließen und darauf verweisen, da ich ja leider am Podium heute nicht teilnehmen kann, dass ich im Anschluss meine Präsentation teilen werde, in der Sie dann auch zahlreiche Quellen finden, auf die ich mich unter anderem bezogen habe, sowie meine Kontaktdaten, sodass wir uns gerne darüber austauschen können, über diese vielen Aspekte und Facetten und Themen, die ich hier heute wirklich nur an der Oberfläche anschneiden konnte. In diesem Sinne, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Franziska Latell. Sie hört und sieht uns möglicherweise, wenn die Verbindung stabil genug ist, wo sie sich gerade befindet. Aber eine Teilnahme an der Diskussion anschließend ist nicht möglich. Bin aber sehr froh, dass wir Ihre Thesen hören konnten und Sie auch sehen konnten. Ich bitte jetzt Annetta Panek, uns Ihr Projekt Alchemie des Punk vorzustellen und vielleicht auch uns dabei zu helfen, zu verstehen, wie diese Begriffe Punk, Alchemie und Archiv überhaupt zusammenkommen können. Bitte. Guten Abend, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Alchemy of Punk, Transmutation, Subversion und Poesie in den Punk-Avantgarden. So lautet der Titel meiner Forschung zu Punk, in der ich davon ausgehe, dass durch die Kunstgeschichte ein unterirdischer Pfad verläuft, auf dem sich Arthur Rimbaud und Patti Smith, Antonin Artaud und Iggy Pop, die tödliche Doris und Valeska Gerd, Mon Amour und Bertolt Brecht begegnen. Für mich versammelt sich hier die Punk-Avantgarde der letzten mindestens 500 Jahre. Zwar etablierte sich der Begriff Punk erst Mitte der 70er Jahre als Name für eine besonders aggressive, raue und einfache Musik. Dies ist jedoch nur ein, wenngleich wichtiges Merkmal einer Gemeinschaft, deren Erscheinung von Rebellion und Subversion geprägt ist, und deren ersten prominenten Vertreter ich in dem 1431 geborenen französischen Dichter, dem Dissidenten-Troubadour François Villon, definiere.
Alchemy of Punk oder Alchemie von Punk steht für eine methodologische Dekonstruktion eines Untersuchungsgegenstandes, Punk, und für seine Auflösung in elementare Partikel durch ein analytisches Verfahren, das zentrale, vorausgesetzte Begriffe der traditionellen Zeitgeschichte oder der konventionellen Chronologie kritisch in Frage stellt. Angewandt als Methode scheint die Alchemie außerdem eine kraftvolle Metapher zu sein und eine sinnvolle Perspektive auf Punk, Underground und Subkultur zu bieten. Ist es möglich, sich einen Begriff, ein Konzept vorzunehmen und ihn im Prozess der Destillation zur Quintessenz zu bringen, ohne dabei die existenzielle Krise dieses Begriffs zu riskieren? In meiner Forschung möchte ich veranschaulichen, dass nur auf diesem Weg ist es uns möglich, die Essenz der historischen Herkunft und die vielfältigen künstlerischen Implikationen von Punk wirklich zu begreifen. Wie kann ein Bild, ein Motiv, ein Inhalt durch die Zeit und die Geschichte reisen? Und wie wird es durch sein Medium und den konkreten historischen Kontext verwandelt? Was wäre, wenn wir Punk als eine Haltung geprägt von Poesie und Rebellion verstehen würden, in einer non-linearen Zeitperspektive, einem diskontinuierlichen Denken, als Dissoziation, Unterbrechung, Riss und Störung? Das ist mein Ansatz, von dem ich mich sogleich bewusst in viele verschiedene Richtungen entfernt und zerstreut habe, um anhand meines Forschungsgegenstandes vielschichtige Experimente anzuzetteln. Die Erfassung meines eigenen eklektischen Archivs, einer Datenbank mit Punk-Artefakten, wurde für diese Methode entscheidend. Die Ansammlung von Gegenständen und Tatsachen, die anscheinend nicht zusammengehören, zusammengetragen auf eine quasi surrealistische Art, das heißt nach assoziativer Spekulation, den Hinweisen meiner Protagonisten folgend, geführt durch das Prinzip der Serendipität. Ich werde leider hier nicht einzeln auf jedes Bild eingehen können. In der Kürze der Zeit, ich will lediglich zeigen, wie umfangreich und tiefenzeitlich und zugleich heterogen dieses Archiv geworden ist. Welchen Sinn ergibt eine solche Collage, Sammlung oder Amalgam, bestehend aus gefundenen Super-8-Filmen, Bildern, Motiven, Scenes, Vinylplatten sowie meinen eigenen Experimentalfilmen, Performances und Interpretationen mancher Songs und Gedichte? Meine zentrale Reflexion ist, das Wissen kann und wird oft generiert durch Visualisierung und Zusammenstellung. Es geht hier darum, bildhafte Zusammenhänge hervorzubringen, wie sie auch in der Symbolik der Alchemie anzutreffen sind. Daraus ergibt sich, wenn wir Glück haben, eine Möglichkeit, die rätselhaften hermetischen Ideen und versteckte Zusammenhänge zu begreifen und wiederkehrende visuelle Themen und Muster nachzuzeichnen. Jedes Bild, Song oder Gedicht prägt uns, trägt unsere Obsessionen und Affekte. In diesem Sinne ist Kognition auch visuell und poetisch. Das Wissen, das Gedächtnis, die Zeit sind hier enthalten und eingeschlossen. Und es ist möglich, dieses Wissen, Gedächtnis und Zeit in den subjektiven Gästen der künstlerischen Forschung wiederzufinden. Für mich sind es notwendige Gästen, um eine offene Reflexion über Punk vollzubringen. Natürlich sind diese Ideen nicht neu. Sie waren die Kernaussage von Bilder Atlas Mnemosyne von Abi Warburg, das Passagenwerk von Walter Benjamin oder Psychologie und Alchemie von Carl Gustav Jung. Ich beanspruche sie hier als Richtlinie für meine Sammlung von heterogenen Archiven. Manche Merkmale meiner Methode, die ich Artistic Research und Performing Knowledge nenne, sind auch immanent in Punk. Die Rückkehr des Verdrängten, die Ablehnung der Effizienz, die Würdigung des Eklektizismus, Kunst und Performance als Akt des Widerstands. Durch das Machen, in Szene setzen, filmen, schreiben, vortragen, diskutieren und dekonstruieren
prüfe ich die Möglichkeiten, das Wissen außerhalb der konventionellen Modelle akademischer Forschung und traditionellen Chronologie zu generieren und dieses Wissen zu inszenieren. Das Resultat dieser Methodik ist eine Oper, in der es um das Erbe der aus Subversion und Rebellion geht, enthüllt und vermittelt in Bildern und Songs und bestehend in vielfältiger Form durch die Kunstgeschichte. Die Punk-Opera, so nenne ich das, wurde als eine Dreikanal-Filminstallation konzipiert für drei riesengroße Leinwände. Da wir hier nur über eine Leinwand verfügen, habe ich mich dazu entschieden, Ihnen im Folgenden Filmstills daraus zu präsentieren, sowie Making-of-Bilder und ein kurzes Musikbeispiel. Danach geht es weiter mit dem Vortrag. Die Musik ist ein Ausschnitt aus Surabaya Johnny von Brecht und Weil in der Interpretation von Mon Amour und N. Esch. Jeder Akt wurde inszeniert, sorgfältig inszeniert und aufgezeichnet live auf verschiedenen Theaterbühnen, am Berliner Ensemble, im Acker Stadtpalast, im Watermill Center, wo ich im Rahmen einer Künstlerresidenz daran weiterarbeiten durfte, im New Yorker Poets Café, einer der Geburtsstätten von Punk in New York, am Frenoir, der Hochschule für Medien und Kunst, Medienkunst von Alain Fleischer, wo wir die Oper geschnitten haben, im Theater Delphi, wo es Premiere hatte, in der Blackbox-Musik der Probebühne von Rammstein, wo das ganze Abenteuer begonnen hat. Es ist dabei eine eklektische Oper entstanden, die aus Elementen der klassischen Musik, barocken Liedern, mittelalterlichen Madrigalen, Industrial Rock, Cabaret und Chansons komponiert ist. Die Oper bewegt sich an der Grenze zwischen Kunst und Subkultur, sprengt die Kategorien bezüglich Genre, Gender, Zeit und Alter. Im Vordergrund steht die Erforschung der Zwischenräume zwischen Tanz, Musik, Theater, Film und das Zusammenfügen von klassischer Musik und Underground Sound auf der Suche nach einer möglichen tiefenzeitlichen Punk-Genealogie.
Mit in den Hauptrollen zu sehen sind die gefeierte Koloratursopranistin Simone Kermes, die selbst sehr an Punk interessiert ist und an Grenzüberschreitungen, der Konzeptkünstler und Musiker Dieter Meyer, bekannt aus Elektropop-Duo Yellow, FM-Einheit, Gründungsmitglied der einstürzenden Neubauten, die Underground-Diva Mon Amour, die Industrial-Rock-Legende N.Ash, die Krautrock-Band Großmutter mit Frontlady Gina Schulte am Hülse, der multidisziplinäre Künstler aus Paris Jean-Luc Vernat, der am Anfang zu sehen war, die Chansonistin Zazie de Paris, der Bariton-Sänger Max Rabe und viele, viele weitere. Durch die Kreation dieser visuellen und musikalischen Performance wollte ich die Relevanz meiner Ideen als Bilder auf der Bühne prüfen. Wie kann ich eine essentielle Krise des Geistes, der Kultur und Sprache durch Performance darstellen? Wie kann ich die Zeit einfangen und die Punkmotive aus meinem Archiv wiederkehren lassen? Die Idee war einzutauchen, sich aufs Spiel einzulassen, ohne Erwartungen und feste Vorstellung und in aller Offenheit. Und das Ergebnis wurde in vielfacher Hinsicht eine Überraschung. Jetzt kommen wir zum Schluss mit der Überraschung.
Dankeschön. Vielen Dank, liebe Frau Panek. Und entschuldigen Sie, dass ich noch einmal jetzt ganz profan spreche nach diesen wunderbaren Tönen und Bildern. André J. Wirth, der Name tauchte eben auf und das verschlägt mir erstmal natürlich wieder eigentlich die Sprache, weil er vor kurzem gestorben ist, dem wir so ungeheuer viel zu verdanken haben, nicht nur auf dem Theater und für das Theater. Ich möchte am Schluss wirklich sehr knapp eine weitere Idee vorstellen, wie man mit diesem Spannungsverhältnis von vergangenen Gegenwarten und möglichen künftigen Gegenwarten umgehen kann. Ein Arbeitsfeld, das mich die letzten 20 Jahre recht intensiv beschäftigt hat und das ich provisorisch prospektive Archäologie nenne. Prospective Archaeology. What the hell is that? Im Prinzip kann man sich diesen methodischen Neologismus als eine Verbesonderung der Idee von der Zeitmaschine vorstellen, als eine Taktik, mit der ich in das beunruhigende Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart einzugreifen versuche und so die einfache Gleichung aufbreche, die Martin Heidegger aufmachte. Zukünfte und Herkünfte sind eben nicht identisch, sondern sind stets in ein kritisches Verhältnis zueinander zu setzen. Indem ich im Alten über lange Zeit Gewordenen immer wieder Neues entdecke und es aktiviere, stelle ich so etwas wie Überraschungsgeneratoren her. Durch diese Überraschungsgeneratoren lassen sich Möglichkeitsräume für kommende Gegenwarten entfalten, Potential Spaces, Spielräume, Möglichkeitsräume. Da dieser Begriff in den letzten Jahren so ungeheuer en vogue geworden ist, sollte man vielleicht wenigstens einmal erwähnen, dass er von Donald Winnicott stammt, einem wunderbaren Psychoanalytiker, der sozusagen im Schatten von Lacan gearbeitet hat und den wiederzuentdecken sich unbedingt lohnt. In den Projekten, die wir bisher mit dieser Taktik realisiert haben, unterscheide ich zwischen zwei Zeitmodi, einer flachen und einer tiefen Zeit von Kunst und Mediengeschichte, Flat Time und Deep Time. Auch bei den Flat Time, den flachen Zeitprojekten, geht es um bereits in Vergessenheit geratene Dinge und Ereignisse, die zudem archivisch schwer oder gar nicht zugänglich sind und der Übersetzungsleistung bedürfen. In meiner Archäologie der Medien grub ich vor 20 Jahren die gigantische Hupensymphonie oder Symphonie der Sirenen aus, die der russische Komponist Arseni Avramov 1922 im aserbaidschanischen Baku und in Moskau realisierte. Das Libretto ist verschollen, eine Notation gibt es ohnehin nicht. 2017 führten wir im tschechischen Brno dieses größte Technokonzert aller Zeiten, bei der ganze Städte in eine klingende Musicbox transformiert werden, wieder auf. Unter der Regie von Andy Ammer und der musikalischen Leitung von FM Einheit, einstürzende Neubauten, da kam schon vor, mit Saskia Klitzing am Schlagzeug und vielen Sängerinnen und Musikern und zig Maschinen, von denen eine klassische Dampflok nur die größte war. Das war unter anderem ein sehr spannendes Experiment für kommende Gegenwarten mit einem neuen Wir der musikalischen Aufführung, das wunderbar auch in dem Werk von Aneta Panek enthalten ist, das auch im nachsozialistischen Tschechien hervorragend klappte. Eine Alternative zum unbedingten Ich.
mindestens 4 Jahre beschäftigte uns eine Spurensuche in der Genealogie der künstlichen Intelligenz, wie ich das Phänomen der denkenden Maschine nenne. Auch die Projekte mit tiefenzeitlichem Gestus entspringen einer radikalen Gegenwärtigkeit, die sich zum Beispiel in diesem Graffiti am Fenster eines Ihnen allen wahrscheinlich, weil Sie so gerne japanisch essen, Szene-Lokals in der Kantstraße ablesen lässt. A Muslim, a Christian and a Jew don't realize that happiness is following them for some time now. Der Text, der hier schwer lesbar ist, unter dem draufgemalten Graffiti, stammt von Arain Shakine, genauso wie die 3 Figuren, die Sie in Schwarz über dem Text sicher erkennen können. Im Spätmittelalter, vor circa 700 Jahren, entwickelte der katalanische Philosoph und Theologe Ramon Llull ein revolutionäres Konzept. Ausgehend von der Tatsache, dass die 3 monotheistischen Religionen, die muslimische, die jüdische und die christliche, jeweils auf einem Buch basieren, die in verschiedenen Sprachen geschrieben worden sind, aber viele Gemeinsamkeiten haben, erfand Llull nicht nur einen Code, mithilfe dessen zwischen den Sprachen der Religionen kommuniziert werden konnte. Ausgehend von seiner Prämisse, dass jeder gute Philosoph auch ein guter Mechaniker wäre, konstruierte er logische Papiermaschinen, mit denen auf der Basis seiner Ars Combinatoria, seiner Kunst der Kombination mit seinem Kodier- und Dekodiersystem gespielt werden konnte. Gespielt im wahrsten Sinne des Wortes. Die Manuskripte, die aus dieser genialen Idee hervorgegangen sind, gehören für mich zu den eindrucksvollsten, die im späten Mittelalter verfasst wurden. Auf der Grundlage eines ersten Versuchs von Werner Künzel transformierte der Künstler und der Programmierer Philipp Tögel diese praktische Kombinationskunst in einen Algorithmus, der einen gewöhnlichen zeitgenössischen Computer zum Medium der Reflexion und der Anwendung von Lulls großartiger Kunst macht. Das Projekt Alas Automaten, das ich ebenfalls mit Peter Weibel als Ausstellung realisieren konnte am ZKM, befasste sich 2015 mit der Vielheit der arabisch-islamischen Wissenskultur, der die Europäer so unendlich viel zu verdanken haben. Und das zu einer Zeit, als Maschinen und der Irak automatisch mit den Tötungsmaschinen des IS verbunden wurden. Es war auch die Zeit, in der Erdogans Türkei noch eine recht problemlose Kooperation mit dem Science Center im anatolischen Konya zuließ. Zusammen mit einem fantastischen Team dort reaktivierten wir die sogenannte Elefantenuhr des kurdischen Ingenieurs Al-Jazari, ein komplexer audiovisueller Automat, mithilfe dessen Zeit als eine sichtbare und hörbare Sensation wahrgenommen werden konnte. Die exakte Beschreibung, das Manual für diesen Automat wurde 1206 veröffentlicht. Noch spektakulärer vielleicht der zweite Automat der Banu Musa-Brüder aus dem Bagdad des 9. Jahrhunderts. Wir bauten ihn mit einem Team der Universität der Künste hier in Berlin nach dem Mechatroniker und Künstler Liang Zhipeng, den Sie gleich noch sehen werden, der Programmiererin und Künstlerin Petja Ivanova, der Zeichnerin und Animateurin Olivia von Pilgrim, der Designerin Stefanie Rau und Alberto De Campo, Professor für generative Ästhetik an der UdK. Unverzichtbar, das ist ein riesiges Thema, auf das ich jetzt überhaupt nicht eingehen kann, die starke Übersetzungsarbeit des aus Damaskus stammenden Wissenschaftshistorikers Imad Jamir. Die 3
Prinzen aus Bagdad entwarfen einen kompletten Musikautomaten, 850 circa, der nicht nur Rhythmen variieren, sondern mit beliebigen Melodien gefüttert werden konnte. We wish to explain how an instrument is made which plays by itself continuously in whatever melody. We wish sometimes in a slow rhythm and sometimes in a quick rhythm. And also that we may change from melody to melody when we so desire. So lauten die ersten unverschämten Sätze aus dem Manuskript der Banu Musa. Herzstück des Automaten ist ein hydraulisch angetriebener rotierender Zylinder, der als materieller Träger für das Programm funktioniert. Über seine Oberfläche wurden Ringe aus Holz oder Metall gezogen, die Stifte in unterschiedlicher Länge trugen. Je nachdem, in welchem Abstand diese Stifte aus Metall oder Holz auf die einzelnen Ringe angebracht und in welches Verhältnis wiederum die einzelnen Trägerringe zueinander gesetzt wurden, öffnete oder schloss eine mechanische Übersetzung das Ventil der Sornei der einzelnen Pfeife einer Orgel oder bewegte ein anderes klangerzeugendes Element. Das war sehr wichtig. Die Banu Musa haben dieses Instrument als universales Instrument verstanden. Es sollte jedes andere musikklingende Instrument steuern können. Die Art und Weise, wie die Zähne auf dem Zylinder gesetzt waren, formuliert die musikalische Vorschrift, das Programm des Instruments. Die Hardware ist technologisch mit den Stiftwalzen identisch, wie sie 500 Jahre später für die mechanischen Orgeln der europäischen Renaissance sowie für die Schreib- und Musikautomaten der Aufklärung benutzt wurden. Zum Beispiel den berühmten automatischen Flötenspieler Vaucassons oder die Minettspielerin von Jacquet Dross aus dem 18. Jahrhundert, die Ihnen allen bekannt sein wird und die wir unverschämterweise entkleiden, um an das mechanische Herz sozusagen heranzukommen. Es ist genau das Prinzip, das die Banu Musa erfunden haben. Projiziert man die Programmstruktur der rotierenden Walze auf eine zweidimensionale Fläche und stanzt die einzelnen Prägungen aus, so hat man im Grunde die Punchcard, deren Erfindung IBM mehr als 1000 Jahre nach ihrer Konzeptionierung in Bagdad für sich beanspruchte. Um Irene Shekhines Gedanken vom Anfang noch einmal modifizierend aufzugreifen, noch heute profitiert die christlich-jüdische Kultur immens von der arabisch-islamischen Wissenskultur, in der Regel ohne es zu wissen. Das Projekt Alas Automaten bleibt übrigens aktuell. Tatsächlich heute Morgen bekam ich von dem Wissenschaftshistoriker Salim Al-Hassani die Zusicherung, dass das Cultural Heritage Projekt für die Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften die Idee unterstützt, das älteste und spektakulärste Uhrwerk aus dem frühen 9. Jahrhundert, das der damalige Kalif Bagdads nach Aachen verschenkte, an Karl den Großen, wieder zu bauen, zu reaktivieren in einem Gemeinschaftsprojekt. Darauf bestehe ich, junger Muslime und Künstlerin aus Deutschland. Soweit. Wir können jetzt unmittelbar in das Gespräch einsteigen, am besten und am liebsten natürlich sofort mit Ihnen, weil wir selber so lange schon hier das Podium beansprucht haben. Ich glaube, dazu muss ich das Mikrofon hier nehmen. Muss hier was angeschaltet werden noch? Nein. Gut, sehr schön. Also, am besten gleich mit Ihnen zusammen, wenn Sie mögen, denn wir haben jetzt schon wirklich sehr viel Zeit beansprucht, aber wir haben noch 20 Minuten, die wir, denke ich, auch gut ausnutzen können und sollten. Gibt es Fragen, Bemerkungen, Kommentare, Kritik zu dem, was wir vorgetragen haben? Diese
wirklich sehr gegensätzlichen Versuche, das Verhältnis von Archiv und Gedächtnis, von Vergangenheit und Gegenwart zu denken, aber nicht nur zu denken, sondern auch zu machen, durch Poesie hindurch, durch Bilder hindurch, die kollidieren miteinander, aber auch durch praktische Tätigkeiten am Material, am Artefakt, am Datensatz einzugreifen oder eben auch durch eine im weitesten Sinne politische Strategie, wie sie Franziska Latell vorgestellt hat, die eben für die radikale Öffnung der Archive plädiert, was mit Sicherheit für eine Institution wie zum Beispiel die Akademie der Künste, die 350 Jahre alt ist, eine schwierige Diskussion sein könnte und wird in der Zukunft, da bin ich sicher. Das ist sicher bei Institutionen wie dem ZKM, die noch sehr jung sind im Vergleich zu einer solchen Institution, nochmal eine ganz andere Debatte. Also es gibt reichlich Themen, die wir auch gerne hier untereinander besprechen und diskutieren können, aber vielleicht gibt es von Ihrer Seite aus eine unmittelbare, einen Beitrag. Bitte. Also, ja, bitte das Mikrofon jeweils nehmen, ja, weil es wird ja übertragen. Hören Sie mich? Ja, gut. Ich hätte eine Frage an Frau Rosen. Mir wurde bewusst, als Sie über digitale Kunst sprachen, habe ich schreckliche und pessimistische Gedanken bekommen, wie die digitale Kunst gefährdet ist, plötzlich total vernichtet zu werden. Ja? Global. Das heißt, wenn wir das uns überlegen, wie die Taliban die berühmten Buddha-Statuen vernichtet haben, das ist ein Geschehen irgendwo in der Welt, das kann man erneuern, mehr oder weniger, in den Strukturen mindestens. Aber diese digitale Kunst, wenn sie plötzlich Angriff von Hacker wird, ja, ist weg. Was tun Sie, um das dem vorzubeugen? Also wenn es jetzt einfach nur um Dateien geht, also zum Beispiel die 20.000 digitalisierten Videos, man macht einfach sehr viele Kopien, und die man idealerweise an unterschiedlichen Orten verteilt. Und im Übrigen ist es so, dass die Langzeitarchivierung, das liegt nicht in der Cloud, das liegt nicht auf einem Server, sondern das liegt auf LTOs, auf Magnetbändern. Also wir haben gedacht, wir tun uns mit den Akteuren zusammen, die uns wahrscheinlich alle überleben werden, Versicherungen und Banken, die verwenden dieses System. Das ist ein Konsortium. Das heißt, zumindest die Musik und die Videos sind vor Hackern völlig sicher. Eigentlich auch schlicht aufgrund der wichtigen Details, dass es sich in diesen Fällen dann nicht um Online-Werke handelt. Wenn das Online-Werke sind, dann wäre die Gefahr natürlich immens, die Sie beschreiben und die auch sicher keine Fantasie ist, sondern Realität ist oder sein wird. Eine unglaublich spannende Frage. Vielleicht, wenn ich daran noch ganz kurz anschließen darf. Margit, wir haben ja natürlich mit Michel Foucault und anderen, und du hast diesen Begriff ja auch mehrfach benutzt, immer wieder auch die Machtfrage zu stellen gelernt. Was ich jetzt besonders erstaunlich fand an dem, was du ausgeführt hast, ist, dass eigentlich in den digitalen Künsten, in den elektronisch basierten Künsten, sich diese Machtfrage noch schärfer stellt als bei den herkömmlichen Artefakten und Materialien, weil hier tatsächlich eben der Einzelne hoffnungslos überfordert ist, was jetzt die Möglichkeiten der Bewahrung und der Reaktivierung des Materials anbelangt und die Abhängigkeit eben von den jeweiligen technologischen Standards und den Maschinen und Geräten, die da dranhängen, enorm ist. Habe ich das richtig verstanden? Die Machtfrage wird verschärft? Bedauerlicherweise ja.
Also wie ich gesagt habe, das Individuum wird im Hinblick auf das Gedächtnis geschwächt, so wie es im Hinblick auf die Produktion vielleicht auch gestärkt wird. Also alle können Musik, Filme, Fotos machen. Aber wie viel von dem, was du, was ich produziert haben, überleben wird, wird davon abhängen, ob du deinen Vorlass, Nachlass an eine Institution geben kannst, die systematisch diese Dinge bewahrt. Also das Individuum hat eigentlich keine Chance. Ja. Ja, ich bin da ganz entspannt, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht und werde auch wahrscheinlich nie drüber nachdenken. Aber das ist eine andere Diskussion wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich sehr spannend für uns alle. Erstmal von Ihrer Seite aus noch Fragen oder gerne auch wirklich Beiträge, nicht Fragen, Kommentare. Es ist wirklich ein unglaublich geballtes Gehirn hier im Raum und deshalb machen Sie mit. Sonst, ja, bitteschön, Klaus Pias. Danke. Es soll auch nicht in unseren Co-Referat ausarten, aber ich, wenn ihr die Frage sozusagen der Geschichtlichkeit diskutiert und sowohl in der Alchemie des Punk als auch bei dir mit den islamischen Sachen, welche Rolle spielt Vormoderne in dieser ganzen Diskussion, die wir hier führen? Nicht nur in dem Sinne, dass man sozusagen darauf historisch zugreift, sondern sozusagen, dass man da ja mit anderen Zeitkonzepten zu tun hat. Also all das, was wir sozusagen historiografisch benutzen, stammt aus dem 18. Jahrhundert, so wie das Museum, so wie die Idee, dass es überhaupt eine offene Zukunft gibt. Also interveniert sozusagen die Beschäftigung mit vormodernen Formen bei euch auch in die Frage der Historiografie anderer Zeitverständnisse, die der Sache nochmal einen anderen Twist geben. Das wäre sogar eine Frage an die Medienkunst, sozusagen als vielleicht auch ephemere Kunst, die gerade darin, dass sie nicht, also es ist vielleicht nicht die Tragik, dass sie nicht musealisierbar ist, sondern eine ihrer Eigenschaften. Darf ich darauf kurz antworten? Ja, ich werde sehr oft gefragt, ob die Künstler ihr Werk nicht eigentlich schon daraufhin angelegt haben, dass es nicht bleiben wird. Es gibt einzelne Künstler, allgemein kann ich das nicht belegen. Die sind auch in dieser Logik eigentlich der Moderne und der Logik des Museums. Sie wollen bleiben. Aber natürlich, und das war eigentlich auch die Frage, die ich mir am Schluss gestellt habe, sozusagen vielleicht wird diese Obsoleszenz, diese Flüchtigkeit des Digitalen langfristig unsere Vorstellung von Gedächtnis, von Herkunft, von Historizität einfach auch verändern und vielleicht auch unmerklich, sodass wie üblich Institutionen sehen, mit einer sehr großen Verzögerung eigentlich dann darauf reagieren werden. Also ich glaube, warum ich es nicht ausgeführt habe, war, weil ich darauf auch keine Antwort habe, aber ich habe das Gefühl, dass sich sozusagen ungesehen etwas umwälzt, was noch nicht an der Oberfläche ist und was, wo sich die technische Frage in eine kulturelle Frage übersetzt. Ja. Vielleicht eine kurze Antwort von meiner Seite aus auch, Klaus, oder eine Reaktion zumindest. Ich hoffe, dass durch eine Arbeit, wie wir sie machen und wie ich sie mache, solche Begriffe wie Vormoderne einfach auch prinzipiell in Frage gestellt werden. Denn wenn ich es mit einem Automaten zu tun habe, der 850 konstruiert wurde und der eigentlich alle Merkmale, darauf lege ich ja in der Sprache auch Wert, die ich benutze, alle Merkmale einer zeitgenössischen Maschine hat, dann wird es doch sehr fragwürdig, ob diese Kategorien, mit denen wir in der Geschichte gearbeitet haben, tatsächlich noch stimmen und ob die noch Sinn machen. Deshalb benutze ich selber eigentlich diese Begriffe, die uns so vertraut sind, wenn überhaupt, dann nur noch im Plural, um darauf aufmerksam zu machen, dass es zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Kulturen, Horizonten,
horizontal gesehen da eben auch sehr, sehr verschiedene Konzepte gegeben hat, die wir immer sozusagen als Europäer für uns beanspruchen. Aber Frau Panek, wollten Sie vielleicht noch direkt dazu? In meiner Arbeit ist es so, dass ich tatsächlich alles in kritischen Frage stelle, was ich in der klassischen akademischen Kunstgeschichte an der Sorbonne kennengelernt habe. Das heißt, das ist der Ansatz dieser Arbeit und die Ursache, warum ich die künstlerische Forschung benutze, ist, dass es mir eine große Freiheit gibt, eben so zu arbeiten, das heißt unterirdisch in dieser subversiven Art und Weise. Aber ich wollte noch darauf eingehen, was Margit gerade gesagt hat zur Vergänglichkeit von Kunst, weil ich der Einsicht bin, dass das auch in der analogen Medien schon eingelegt ist bei manchen Künstlern. Ein Beispiel dafür ist Jean-Luc Vernat, ein Performer aus meiner Punkoper, der ein multimedialer Künstler ist und unter anderem ein ausgezeichneter Zeichner, der mit dem Medium Make-up arbeitet, eben weil es flüchtig und vergänglich ist und weil es stirbt wie alles. Und für ihn ist es eine ausgesuchte Metapher für das, was ist, also eine Art Memento Mori. Wenn ich vielleicht noch zu der Flüchtigkeit was sagen kann, also die Nähe von Medienkunst zu Performance, zu Theater, zu Konzert, zu Oper ist gegeben im Sinne, es gibt eigentlich keine materielle Authentizität. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von Namjoon Paik dazu, der 1981 gesagt hat, die Medienkunstinstallation wird wie die Oper sein. Im Grunde, man wird nur eine Partitur weitergeben. Und sie wird immer wieder neu interpretiert werden und sie wird auch die Handschrift des jeweiligen Kurators tragen, so wie Karajans Neunte. Und in diesem Sinne löst sozusagen, kann man es auch von dieser Materialität auch wieder lösen. Ja. Noch dramatischer, deshalb habe ich dieses Beispiel mit Avramov und dieser Hupensinfonie gewählt von 1922. Da gibt es im Grunde genommen nur ein paar Zeitungsberichte, aus denen man dann rekonstruieren kann, was die damals gemacht haben. Und daraus kann man dann eine Partitur bauen und alles Mögliche. Das ist sehr spannend. Aber was ich noch gerne Frau Panek fragen möchte, wenn jetzt von Ihrer Seite aus nicht noch Fragen sind, was ich sehr faszinierend finde, was mir jetzt erst so richtig auch deutlich geworden ist, ist, dass durch Ihre Arbeit am Archiv und durch die Archive hindurch ein neues Archiv entsteht. Auch das ist eine hochinteressante Geschichte. Vielleicht das, was ich Anarchiv nenne, also ein viel wilderes und anarchischeres Archiv als ein klassisches, traditionelles Archiv. Ist Ihnen das bei der Arbeit daran auch bewusst geworden? Ist das vielleicht sogar eine Zielstellung auch bei dem Projekt, da ein wieder benutzbares Archiv zu schaffen, das mit dem andere dann auch wieder weiterarbeiten können? Das wäre großartig und das ist schon wieder eine politische Frage fast schon, weil die Archive, die ich gesammelt habe, sind, wie Sie sagen, wilde Archive und ich habe niemanden um Rechte oder Erlaubnis gebeten. Ich habe einfach das genommen, was da ist, wie Franziska sagt, was da ist, das ist da im Netz und man kann das verwenden oder man darf das verwenden als Künstler für seine Inspiration. Ob man das zur Verfügung stellen darf als Archiv für andere. Das ist eine große Frage und darauf habe ich leider noch keine Antwort. Ich hätte persönlich am liebsten, dass alles zur Verfügung und zu freier Nutzung steht. Und weil es, wie gesagt, ein Wissen ist, das da draußen uns ist und das sind sehr, sehr preziöse Sachen, sehr, sehr wichtige Artefakte, die tatsächlich ein Wissen, ein Gedächtnis, eine Zeit einfangen, die eigentlich jedem zur Verfügung freistellen sollte. Das ist ja eigentlich wirklich eine wunderschöne Idee und wirklich auch sowas wie eine Utopie vielleicht, dieser Art von Arbeit mit den Archiven, die aber, und das hat ja auch Franziska Latell in ihrem Beitrag betont, natürlich auch die Institutionen herausfordern, sich selber enorm in Frage zu stellen. Natürlich auch die vielen Künstlerinnen und Künstler und Beamten und so weiter, die eben an den Institutionen dranhängen. Das wird keine einfache Aufgabe sein, aber es ist eine wunderbare Herausforderung.
Gibt es noch, ja, bitteschön. Bitte aufs Mikrofon warten. Okay, das wird ein bisschen schwierig auf Deutsch für mich zu sagen, aber ich probiere, wenn ich muss Englisch benutzen, dann mache ich, ja. Ich fange an mit dem, dass ich sage, ich fühle, wir sind mitten in eine, wie Hackers haben schon gesagt, dass wir sind mitten in einem Krieg, was wir verlieren. Den Digitalwelt, was wir haben gehofft, wird uns befreien, ist ein übernommen von dem Silicon Valley Model, von Digital Kultur, und es ist sehr gefährliche Zeit. Und in Zusammenhang mit Archiven und wegen, dass wir sind mittendrin in diese komische Pandemie-Zustand, was verstärkt diese virtuelle Erlebnis von Kultur. Ich würde vielleicht versuchen zu fragen, wie können wir besser verkörpern unsere Kultur in Erfahrungen und nicht so tief rein weiter, weil mein persönliches Gefühl ist, dass wir können uns nicht befreien durch diese digitale, virtuelle Erfahrung von Kultur, müssen wir versuchen, dass mehr kämpfen, dass wir benutzen die verkörperte Performance, wie in der Punk-Welt, haben meistens von uns in diesem Raum vielleicht erlebt als Live-Erfahrung, hat das wirklich so zurückgeklaut, unsere Methoden, unsere Wut zu zeigen, unseren Widerstand zu zeigen, in einen Raum verkörpert und das zu teilen mit den anderen. Wenn wir versuchen, durch Archiven das zu verstehen, spüren wir kaum was davon. Und so, ich frage irgendwie, wie kommen wir zurück zu diesem verkörperten Widerstand? Möchtest du vielleicht Frau Panek am ehesten? Das ist eine sehr gute Frage, weil es führt uns zu Performance zurück und zu der Präsenz im physischen Raum in einem Zeitpunkt und zu einem gemeinsamen Erlebnis einer Intensität, die natürlich nicht wiederholbar ist als online oder als Film oder als Archiv. Also ich habe darüber sehr viel nachgedacht, dass Punk eigentlich sehr viel mit Performance-Kunst hat und nur in Performance, in der Dauer, in dieser Intensität stattfindet. Als ich an der Punk-Oper angefangen habe zu arbeiten, war es eigentlich gedacht als Live-Act. Wir haben das dann letztendlich aufgenommen, weil wir keine Gelder zusammengekriegt haben, um einen riesengroßen Akt zu machen im Theater. Aber das Authentischste, das, was wirklich an den Geist des Punks anknüpft, wäre eine Performance daraus zu machen. Vielleicht kommt es noch dazu irgendwann eines Tages. Also so bin ich total bei dir und einverstanden. Ich denke nur, dass es irgendeine Art und Weise geben muss, um diese vergangene Intensität einzufangen und irgendwie sie weiterzuerzählen. Also wir sitzen jetzt hier über 40 Jahre später und wollen trotzdem uns daran erinnern und weitergeben, was das war. Also irgendeine Lösung muss es geben, hoffe ich. Klar, und immer wieder neu interpretieren. Das ist das Spannende. Und das geht natürlich nur, wenn ich wenigstens grob weiß, was überhaupt produziert wurde, was überhaupt gemacht wurde. Immer wieder neu aneignen, jede Generation oder vielleicht jede Halbgeneration, alle 10 Jahre muss das immer wieder von Neuem stattfinden. Aber dazu gehört ein Ausgangsmaterial, mit dem man arbeiten kann und mit dem man hantieren kann und mit dem man kreativ umgehen kann. Und deshalb bleiben Archive, denke ich, wichtig. Aber
mit Sicherheit nicht Archive in dem sind, wie sie über viele Jahrhunderte geworden sind, sondern das sind andere. Ich habe für mich selber eben den Begriff des Anarchivs geprägt für das, was Künstlerinnen und Künstler, Poeten und Poetinnen mit dem Material tun, das sie hervorbringen. Das ist ja auch sehr spannend, gerade in den Künsten, die wir hier thematisieren, gibt es eine Reihe von herausragenden Leuten, die eben angefangen haben, ihre eigenen Archive sozusagen in Kunstwerken, in neuen Kunstwerken zu bauen. Denken Sie etwa an die Histoires de Cinéma von Jolly Godard oder an das Media Magica-Projekt von Werner Nekes, das große Filmprojekt, der praktisch seine ganze Sammlung sozusagen vor seinem Tod noch selber inszeniert hat. Und das sind hochspannende Vorgänge. Vielleicht ist das eben auch das, was neu und anders ist. Die Künstlerinnen und Künstler sind selber enorm herausgefordert und müssen selber aktiv werden, damit die Dinge nicht entfleuchen, nicht verschwinden oder eben durch die falschen Hände gehen und falsch angeeignet werden. Du wolltest noch was sagen, Margit? Bitte. Nein, eigentlich war dem nichts hinzuzufügen. Frau Panek? Ich denke noch über Ihre Frage nach, ob ich dieses Archiv jetzt absichtlich angesammelt habe. Eigentlich war das eine unterbewusste Geste, die dann später über mich hinaus gewachsen ist. Aber jetzt sehe ich, dass das eigentlich eine ziemlich große Schatzkammer und Gruselkabinett geworden ist, das eigentlich zu schade wäre, nicht weiter zu geben. Und ich denke schon, dass in diesem Archiv auch ein Leben eingeschlossen ist. Also ich glaube, Paolo, ich bin da optimistischer als du. Ich weiß noch nicht genau, aber wir diskutieren noch darüber nach. Und vor allem, Frau Panek, wenn Sie das Archiv werden lassen, Ihr großes Projekt Alchemie des Punk, dann bitte radikale Öffnung, Open Access im Sinne von Franziska Latell, damit auch andere dann weiter damit arbeiten können. Ich danke Margit Rosen sehr, Annetta Panek und Franziska Latell in telematischer Anwesenheit für die wunderbaren Beiträge heute Abend. Und ich hoffe, dass wir einige Anregungen geben konnten, wie wir mit diesem spannungsreichen Verhältnis von Archiv, Gedächtnis, Gegenwart und möglichen Zukünften umgehen können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus